Hallo Lars, Hallo. Podago von Harpyje. Jetzt eine ganz ungewohnte Situation. Ich interviewe einen meiner Bandkollegen, hat es auch noch nicht gegeben. Nee, tatsächlich noch nicht. Das hat es auch noch nicht gegeben. Das Ganze jetzt für unsere Patrons, weil wir gesagt haben, wir wollen auch mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, hinter die Fassade, die Hässlichkeit hinter dem schönen Künstler zeigen. Ja. Ja, das ist das Oder Ding. die Schönheit hinter dem hässlichen Künstler, je Ja, oder nachdem. so, oder so. Oder so, das kommt dann noch. Ja, genau. Und ja, ich stelle jetzt mal heute ein paar Fragen. Für mich ist es auch ungewohnt und du musst mir Rede und Antwort stehen und dass dich unsere Patrons mal ein bisschen besser kennenlernen können. Ja, alles gleich. Ich bin gespannt. Für Gut. alle, die das vermuten, wir haben das nicht vorher abgesprochen. Ich weiß nicht, was kommt. Das ist richtig, das stimmt genau. Ich weiß auch nicht, was kommt. Das ist jetzt alles improvisiert. Ah, ein bisschen. Ich hab ein bisschen was aufgeschrieben. Wenig, wenig. So, für alle. Ich glaube, das dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Deinen echten Namen, das müsste eigentlich jeder wissen. Mittlerweile müsste jeder unsere echten Namen, glaube ich, wissen. Aber nochmal Zumindest, für ja. die, die es noch nicht wissen, kannst du ja nochmal. Ja, also ich heiße Lars Noske. Auch das könnten findige Verfolger unserer Arbeit wissen inzwischen. Deswegen brauche ich da jetzt auch kein Ding draus machen. Spätestens letztens, als so ein kleiner Artikel über mich in so einer auf so einer Gitarrenseite rauskam, könnte das jeder zumindest mal gesehen haben. Sagen wir mal so. Warst du da sehr stolz, dass du für ein Gitarrenmagazin-Interview geben durftest? Ja, irgendwie schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch so, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, so dass ich das, was ich hier tue, Gitarre spielen, gar nicht so gut kann. Wie das vielleicht andere, die irgendwie professionell Musik machen können. Und dementsprechend fand ich das auch so ein bisschen komisch. Jetzt was darüber zu erzählen, wie ich so Gitarre spiele, so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich dachte, ja, wem soll ich denn jetzt hier was erzählen? Weißt du? So, ich weiß das auch selber nicht so gut, aber klar, irgendwie ein bisschen stolz ist man trotzdem. So, das zeigt ja, dass man das offensichtlich nicht so scheiße kann man es dann doch nicht machen, ne? Ja, ziemlich cool, ziemlich cool. Ich muss gestehen, ich habe es noch gar nicht. Doch, habe ich es schon gelesen? Ich weiß es Das nicht. weiß ich nicht. Ich habe ja, ich Das man kriegt ja von der Plattenfirma so ein Spiegel, also quasi du kriegst, also nicht die Zeitschrift, sondern du kriegst im Endeffekt so Auszüge zugeschickt irgendwie von den ganzen Interviews und so weiter. Da muss es ja dabei sein. ja, wahrscheinlich schon. Es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen, ich habe ja diesen Text, der da abgedruckt wurde, selber verfasst. Das ist ja quasi eine Story über mich von mir. Also von daher. Eine Autobiografie quasi, Nee, ja, so in sozusagen. etwa. Also es war mir relativ freigestellt, was ich da schreibe. Ich habe mir dann so ein bisschen geguckt, wie die anderen das da so auf der Seite gemacht haben. Und dann haben halt viele so ein bisschen erzählt, so wie sie angefangen haben, und wie sie quasi zu der Band oder den Bands gekommen sind, bei denen sie jetzt spielen. Und was sie so für Equipment nutzen, und daran habe ich mich so ein bisschen dran langgehangelt. Ah, okay. Alles klar. Ja. Wie du zu der Band gekommen bist, dürfte auch hinreißend, ja, und hinreichend bekannt sein. Mittlerweile, ich glaube, das haben wir alle schon 10.000 Mal erzählt, irgendwo überall. So. Aber woher Ja. kommst du? Woher kannst du mal vielleicht mal sagen? Du bist ein echter Ostwestfale. Ja, also ich komme gebürtig, komme ich aus Minden. Habe dort aber nicht sehr lange gelebt. Ich glaube, bis ich 4 war oder 5, irgendwo so um den Dreh. Und bin dann aber, oder meine Familie besser gesagt, nach Löhne gezogen. Ist jetzt nicht weit weg für diejenigen, die sich in Ostwestfalen etwas auskennen. Ja, und habe eigentlich in Löhne quasi den Großteil meines. Ja, doch, kann man sagen, den Großteil meines Lebens verbracht. Also ich war da bis, boah, wann bin ich ausgezogen von zu Hause? Mit 21, 22? Irgendwie so, Alter zum Schwede. Studieren.
Hattest du schon studiert, als wir die Band gegründet Ja, haben, oder? ich glaube, die ersten beiden Semester habe ich quasi noch studiert und bin immer gependelt nach Bielefeld und bin dann irgendwann nach Bielefeld auch gezogen, weil es sich angeboten hat quasi. Bisschen näher an der Uni, beziehungsweise FH ist es ja bei mir und weil ich auch Bock drauf hatte. So, man zieht ja auch nicht immer nur aus, weil es jetzt vom Weg her kürzer ist, sondern auch einfach, weil man die Erfahrung machen will. So. Was hast du Jo. studiert? Maschinenbau. Maschinenbau. Wissen, ich weiß Ist gar nicht, ob das Leute wissen. Ja, vielleicht habe ich es mal irgendwo gesagt, aber ansonsten, genau, ich habe Maschinenbau studiert, auch quasi mit Abschluss, allerdings nur mit dem halben, wenn man so will. Also ich habe nach dem Bachelor aufgehört und habe nicht mehr den Master gemacht. Genau, aus verschiedenen bereust du das? Gründen. Bereust du das? Nö. Ich bereue das. Es gab einen Zeitpunkt, so kurz nach dem Studium, habe ich es tatsächlich kurzzeitig bereut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich deswegen weniger Möglichkeiten auf dem Job habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war ein Gefühl, weil ich, nachdem ich mich dazu, man hat mir damals beim Studium, hat man mir gesagt, Mensch, ein Bachelor an der FH ist vom Wissensstand her ungefähr so wie damals das Diplom. Dementsprechend hast du auch mit einem Bachelor entsprechend gute Chancen auf dem Berufsmarkt, Berufsmarkt, Jobmarkt. Hat sich dann so nicht, Schwarzmarkt. Schwarzmarkt, hat sich Ja. dann so nicht bestätigt. Ich hab halt relativ lange gesucht und nichts gefunden. Und was aber auch so ein bisschen daran liegt, dass ich natürlich auch aus der Gegend nicht unbedingt groß weg wollte. Dementsprechend habe ich mich auch nur im Bereich Ostwestfalen beworben, Ich erinnere mich an den Prozess. weil ich ja gerne weiter Musik machen wollte. Ich, So. ja gut, ich gerade sagen, ich erinnere mich dran. Da gab es ja. Du hättest ja auch, es hieß ja auch zeitweise, irgendwie Ausland wäre eine Alternative. Ja, ich hatte ein paar Aussichten auf eine Stelle, die wären quasi, ja, das wäre so teils, teils gewesen, ne? Also die Zentrale wäre quasi noch Deutschland gewesen und tatsächlich auch OWL. Wäre aber auch zur Hälfte des Jahres irgendwo im Ausland, hauptsächlich China gewesen. Das hätte ich vermutlich in der Situation auch gemacht, weil ich keine Alternative hatte und aber sie haben mich dann nicht genommen, wo ich jetzt rückblickend betrachtend auch nicht böse drum bin, Wollte ehrlich gerade sagen, so gesagt. einige Sachen hätten sich nicht ergeben. Richtig, es hätte Im sich vieles nicht ergeben. Es hätte sich privaten vieles nicht ergeben Bereich. und ja, man muss auch dazu sagen, ich habe das Ganze auch jetzt rückblickend betrachtend ergibt das Sinn, auch nicht mit der letzten Konsequenz geführt, weil ich wohl damals schon so das Gefühl hatte, naja, so Maschinenbau, das war ganz nett zum Studieren. So der theoretische Teil bin ich auch immer noch der Meinung, dass mir das, also es hat mir Spaß gemacht, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht bis zum Ende durchgezogen. Aber der theoretische Teil, was so Mathe, Physik, Formeln, Rechnen und so weiter angeht, hat ja dann letztendlich mit dieser Praxis in einem Ingenieursbüro auch nur teilweise was damit zu tun, beziehungsweise mit dem, was du dann in der Industrie machst. Und das hat mir schon in den Praktika so mäßig gut gefallen. Aber ich dachte mir dann so, ja, ich habe es halt studiert, also mache ich es auch. Bin aber tatsächlich nicht da gelandet und wahrscheinlich auch aus genau dem Grund, weil ich es dann doch nicht so das Gefühl hatte, es nicht unbedingt gerne machen zu wollen. Ich erinnere mich, ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen, weil ich es witzig finde, und zwar nicht im lächerlichen, sondern im sympathisch-lustigen Sinne, dass du dich, also zumindest vom Erzählen her, glaube ich, die Arbeitsstelle, wo du am euphorischsten drüber erzählt hast, war deine Stelle, dein Nebenjob bei Teddy an der Kasse. Ja, also kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern, dass ich mich immer da so super positiv. Also es war auf jeden Fall, es war ein Erlebnis, das kann ich sagen. Weil man
unterschiedlichste Gestalten dort trifft. Und es war nie langweilig, das muss ich sagen. Und es war auch immer irgendwie ein Job, wo ich da auch das Gefühl hatte, dass ich den relativ, obwohl ich es nicht gelernt habe, wenn man es ist ja letztendlich ist es Kaufmann im Einzelhandel, den ich trotzdem fand ich immer relativ gut gemacht habe und auch gut konnte und war immer sehr lustig. Also ich hatte immer Spaß daran, da zu arbeiten. Ja, cool, cool. Und trotzdem bist du jetzt ganz woanders gelandet. So, um jetzt nochmal den Bogen zur Arbeit zurückzuschließen. Genau. Hat aber witzigerweise, führt der Weg ja auch irgendwo so ein bisschen über Teddy, weil ich bin ja dann tatsächlich in den Einzelhandel gegangen, allerdings nicht für 1-Euro-Artikel. Nicht für sondern, kleine Lampen. Sondern habe ja dann lange bei Musikproduktiv gearbeitet und quasi Lautsprecher und Mischpulte und alles, was so zur Akustik auf Bühnen und so gehört, verkauft. 4 Jahre, glaube ich, war ich da. Ja, knapp 4 Jahre. Und bin dann quasi hingegangen und arbeite jetzt in dem Vertrieb bzw. Großhandel für Showtechnik, allerdings jetzt so mit dem Fokus auf Lichttechnik und Traversensysteme. Und ja, da bin ich immer noch. Und das bedeutet, du arbeitest du ausschließlich für die Ehrlich Brothers? Weil bei dem, was die machen, muss ganz Deutschland für die arbeiten, weil das ist, hast du es mal angeguckt? Nee. Was die an Lichttechnik auf der Bühne haben. Man könnte denken, wie wir uns jetzt unterhalten, hier haben wir uns jetzt irgendwie 10 Minuten über deine Arbeit unterhalten, man könnte denken, du bestehst nur aus Arbeit, aber das ist nicht so. Mal fernab von der Band, wo jeder von uns wahrscheinlich das auch als anders bezeichnet. Ich bezeichne das manchmal schon als Arbeit. So, ja. Wie lange machst du eigentlich schon Musik? Ich mache Musik seit 17 Jahren. Also ich habe angefangen, Gitarre zu lernen, relativ spät, muss man sagen, mit 14, 15. Und hatte dann auch relativ schnell. Es muss so 2 Jahre später gewesen sein, so meine erste eigene Band, wo ich gespielt habe. Also ein Instrument spiele ich jetzt seit 17 Jahren und bandmäßig mache ich das Ganze dann logischerweise seit 15 Jahren. Krass. Also schon relativ lange. Wobei ja viele, also gerade was das Instrument angeht, fangen ja viele deutlich eher an, habe ich immer so das Gefühl. So, da fangen die meisten schon irgendwie mit klein auf an, irgendwie oder so im Grundschulalter irgendwie ein Instrument zu lernen. So, zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Weil wir Glück haben, glaube ich, in einer Zeit doch aufgewachsen zu sein, wo man sich für eins von beiden entscheiden könnte. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt so gucke, die Kids müssen das alles machen. Früher konntest du dich entscheiden, entweder du wirst Sportler oder du machst Musik oder so, weißt du? Und jetzt müssen die Sportler sein und Musik und dies und das und haben wir noch eine unbeschwertere Kindheit, was das Ganze angeht. Ja, das kann gut sein. Also ich habe jetzt nicht immer so diesen direkten Draht zu jetzt so ganz jungen Kids, die jetzt und weiß nicht, was bei denen gerade so abgeht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das momentan müssen die alles machen. Bei mir war damals immer nur wichtig, meine Eltern haben gesagt, mach irgendeine Art von Sport, egal was. So, mach irgendwas, was dir Spaß macht, aber Hauptsache, du gehst mindestens einmal in der Woche irgendwo hin und machst irgendwas Aktives. Und du hast Fußball gespielt. Oh, ich habe ganz viel gemacht. Ich war beim Turnen, habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe ganz lange Badminton gespielt. Oh, krass. Das war's, glaube ich.
Okay. Also ich habe immer, sporttechnisch habe ich immer irgendwas gemacht. Das war aber auch zu Hause Vorgabe. Irgendwas Sporttechnisches sollten wir alle immer machen. Aber ansonsten gab es nichts. Also ansonsten konnte sich jeder aussuchen, wie er sonst so seine Freizeit gestaltet. Du hast zwei Geschwister, ne? Ich Genau. meine, ich weiß das. Also ich stelle die Ja, Fragen klar. jetzt ja, bin ich ab, also, wobei das mit dem, ich hätte jetzt eben getippt, dass du tatsächlich Fußballer gewesen wärst. Also so straight. Das war, Nee. wusste ich nicht. Also ich habe Fußball, habe ich, oh, ich weiß gar nicht. Ich habe angefangen in der E-Jugend, frag mich jetzt aber nicht mehr, wie alt das war. Damals war das irgendwie unterteilt, F-Jugend, E-Jugend, und dann ging das so immer weiter im Alphabet bis zum Anfang. Habe in der C-Jugend aufgehört. In der C-Jugend, das muss so 6. Klasse gewesen sein. Wie alt ist man da? 12, 12, 13. 13, ja. Ja, Da warst du nicht dran. da habe ich dann aufgehört, weil irgendwie hat mir das keinen Spaß mehr gemacht. Die Leute beim Fußball wurden alle so ein bisschen so, als junger Typ war das alles noch so irgendwie so ein bisschen unbeschwerter, und als dann so alle so langsam in die Pubertät kamen, wurden die teilweise alle sehr assi. Zumindest in dem Verein, wo ich gespielt habe, und dann hat mir das irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, und ja. Okay. Und ich war auch nicht mehr so gut. Das kam dazu. So, in jungen Jahren konnte ich da noch relativ glänzen auf dem Feld. Und so mit zunehmendem Alter habe ich so gemerkt, dass die Trainer mich auch lieber hätten nicht spielen lassen, aber weil es ja irgendwie so ein Kreisliga-Hobbyverein ist, so muss ja jeder mal spielen dürfen. Wasserträger. So, und dann habe ich was anderes gemacht, wo ich mehr Talent gesehen habe. Okay, und du hast schon in vielen verschiedenen Bands gespielt. Hast du irgendwie andere Hobbys, also irgendwas anderes, was du tust, außer Musik? Ich zocke relativ viel am Computer. Bandkrankheit. Ja. Also ich würde fast sagen, ja, also neben Arbeit und Musik nimmt Computerspielen vermutlich den drittgrößten Posten ein. Wenn ich dann sonst noch Zeit habe, versuche ich auch noch hin und wieder mal das ein oder andere Buch zu lesen, wobei das tatsächlich etwas hinten rüberfällt. Und wo ich mich aber zu zwinge, das hat sich offensichtlich nicht geändert seit meiner Kindheit, ist Sport. Versuche ich auch irgendwie mindestens 2, 3 Mal die Woche zu machen. Und wenn es nur irgendwie eine halbe Stunde ist. Ja, genau. Aber dann ist auch die Woche schon relativ voll und fast rum. Wie das manchmal so ist, ne? Ja. Genau. Was mag Lars überhaupt nicht? Jetzt so grundsätzlich. Ja, grundsätzlich. Boah. Was mag ich denn gar nicht? Ich mag ganz viel nicht. Ich mag so prollige Assi-Leute mag ich nicht. Ich mag keine Oliven. Was? Ich mag irgendwelche komischen, grantigen, muss ich nicht gendern, sind meistens Männer, im Internet nicht. Und Grantige Männer, also ja. die da rumranten. Ja, das Internet ist momentan voll von Leuten, die so der Meinung sind, alles, was Neues ist, Kacke, und alles, was wir früher gemacht haben, ist besser, und müssen das überall drunter posten, wo es nur irgendwie geht. Okay, so aus Prinzip. Also aus Prinzip, genau. Der nölige deutsche Wutbürger. Ja, richtig, genau. Die kann ich überhaupt nicht ab. Und was mag ich denn sonst noch so nicht? Regen. Regen ist doof. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr fällt mir wahrscheinlich ein.
Andersrum ist wahrscheinlich schwieriger. Oder? Was magst du sehr? Irgendwie ist mein erster Gedanke, hat immer mit Essen zu tun. Ja, natürlich. Ich überlege gerade, ob ich noch was Konstruktiveres dazu zu sagen habe, außer mich aufs Essen und aufs Wetter zu beschränken. Ich weiß, was du sehr gerne magst. BVB. Oh ja, Fußball. Fußball, ja. Das habe ich eben vergessen bei den Hobbys. Ich gucke auch, also ich spiele nicht mehr, aber ich gucke sehr gerne Fußball. Witzigerweise interessiert mich das aber auch nur, ich bin jetzt nicht so der Typ, der generell Interesse an dem Sport hat und alles Mögliche guckt, was es so gibt, sondern ich gucke eigentlich nur Dortmund. Und wenn ein größeres Turnier ist, die Nationalmannschaft. Ich verbinde mit Fußball gucken auch irgendwie das Fansein und Mitfiebern. So einfach aus Interesse irgendein Spiel gucken, wo ich weder für die eine noch für die andere Partei irgendeine Sympathie hege, ist irgendwie, gibt mir nichts. Sinnlos. So, ich muss irgendwie Fan sein und mitfiebern können und muss dann auch traurig sein können, wenn die verlieren oder super glücklich, wenn die gewinnen. Das gehört für mich irgendwie dazu beim Gucken. Sonst macht es keinen Spaß. Da bist du tatsächlich in der Band bei uns auch der Einzige, glaube ich, der da Interesse hegt in diese Richtung, ne? Ja, was Sport komischerweise, aber auch das scheint auch Musiker, so ein Musikerding zu sein, dass es, auch wenn wir unterwegs sind, trifft man unglaublich selten andere Musikerkollegen, die Fußballfans sind. Ist zumindest so mein Eindruck. Irgendwie scheint sich das in vielen Kreisen auszuschließen, irgendwie sich für Fußball zu interessieren und Musik zu machen. Keine Ahnung warum. Komisch. Komisch. Mir fallen gerade ad hoc ein paar Musikerkollegen ein, aber das sind halt auch die schreien halt dann auch gleich rum, weißt du? So, BVB, sobald sie einen so viel getrunken haben, dann weißt du halt sofort, wo du dran bist, ne? Also so mit den Leuten. Ja, keine Ahnung, bei mir ist das ja familiär, ist das ja gewachsen. Wir sind ja eine Familie an Fußballfans. Das war ja bei uns immer ein Thema. So. Und dementsprechend nimmt man das halt mit. Ich wollte gerade sagen, hast du davon erzählt, aber deine Familie favorisiert, glaube ich, einen anderen Verein, ne? Ja, die sind fast alle Gladbach. Ja, das ist wie bei mir, meine Familie auch. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht, ja, wegen meinem Opa wahrscheinlich. Das war nämlich einer der wenigen, der Dortmund-Fan war und da habe ich das irgendwie mitgenommen. Beziehungsweise ist ja bei den meisten so, die meisten werden ja irgendwie als, hegen ja irgendeine Sympathie für einen Verein als Kind. Der ist dann entweder regional begründet, weil der Verein, der quasi aus der nächsten Nachbarschaft ist, oder weil der Verein gerade sehr gut ist. Bayern. Und das Bayern-Fan, immer. Ja. Und das war zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, das irgendwie zu registrieren, zu verfolgen, war Dortmund gerade sehr gut. Das muss tatsächlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich so 95 gewesen sein. Das ist, glaube ich, die einzige Zeit, wo Dortmund mal richtig gut war. So 95, 96. Wo ich dann so, ja, mit 6 Jahren fängst du an, sich für sowas zu interessieren. Und da war Dortmund gerade gut. Und dementsprechend bin ich Dortmund-Fan geworden. Ist ein Grund. Aber du bist ich auch sehr froh drum. Die Alternative wäre regional gewesen, wahrscheinlich Bielefeld. Und wäre ich vermutlich historisch gesehen öfter nicht sehr glücklich von so einem Spiel nach Hause gegangen oder hätte den Fernseher ausgemacht. Ich gehe ja sehr gerne, wenn Nationalmannschaftsspiele sind, gerne während der WM in die Sauna. Da ist nichts los, ne? Ja, zumindest nichts Männliches. Aber das könnte man das sagen, da ist wirklich nichts los. Das ist schön, deine Ruhe, das ist echt gut. Nee, also das hat man auch in den Läden, wo ich gearbeitet habe, gemerkt, wenn Deutschland gespielt hat und ich musste arbeiten, konntest du die Beine hochlegen, mehr oder weniger. Da war nicht viel. Ich wollte sagen, konntest du wahrscheinlich auf der Arbeit gucken. Hat wahrscheinlich die Zeit dazu, weil ja. Haben wir später haben wir das teilweise auch gemacht. Bei Teddy war es immer ein bisschen schwierig, weil da gab es nicht so die Möglichkeiten, da irgendwie über Internet irgendwas zu gucken. Und zu der Zeit war zumindest mein Telefon auch noch nicht in der Lage, irgendwie live irgendein Spiel zu streamen. Okay, ja, okay, ja.
Das hat sich auch verändert. Jetzt, ich sehe gerade schon, wir sind schon 25 Minuten am Aufnehmen. Oh, krass. Deutlich darüber, als mehr, als wir eigentlich machen wollten. Aber du kannst mal sehen, wie schnell die Zeit rumgeht. So. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Bandgeschichte gucken, von Harpje. Du bist ja jetzt, wir kennen uns ja am allerlängsten. Also mal fernab, über Harpje noch hinaus, von unserer Band, die wir davor hatten und so weiter und so fort. Ist das eine Sache gewesen, wie du sie eigentlich mal machen wolltest? Und dann zumindest inhaltlich? Oder Die bist du, Musik. sind deine Ansprüche mit der Band gewachsen? Oder war das ein Ding, der überhaupt allgemein so, denn der Punkt, der Jetzt-Zustand? Also, ich sag mal, jetzt immer unabhängig von der Musik, war natürlich irgendwie, also es ist ja, glaube ich, hat ja jeder, der irgendwie anfängt, irgendwie so Gitarre zu spielen und sich überlegt, Mensch, so irgendwie so ein bisschen Musik machen mit Kumpels in einer Rockband, da träumen ja alle mal davon, irgendwie auf so einer großen Bühne zu stehen. So, von daher ist das schon das, was ich machen wollte. Ob ich vorher dran geglaubt habe, dass das jemals stattfindet. Geträumt hat man immer. Wenn ich ehrlich gewesen bin, hätte ich nicht gedacht, dass das mal so in diese Richtung oder dass man mal an so einen Punkt kommt. So, und wir sind ja jetzt wahrscheinlich, wenn man auf die komplette Szene blickt, sind wir ja auch noch keine riesengroße Band. So, aber schon halt nicht unerfolgreich und wächst ja auch noch. Von daher, also das hätte ich vorher nicht geglaubt. Wenn man mich aber gefragt hätte, ob ich das machen will, hätte ich wahrscheinlich immer gesagt, ja. Ohne zu wissen, was da für ein Scheiß hintersteht, noch alles. Das Ja, war nicht. klar. Also das lernt man dann, dass da natürlich ein bisschen mehr zu gehört als nur Musik machen. Genau. Was ich auch nicht erwartet hätte, dass ich das mal mit so einer Musik mache. Ja, okay. Also zumindest Du hörst den eigentlich andere Musik. ja, also jetzt nicht komplett anders, ne? Man ist schon verwurzelt im Rock-Metal. So, aber diese Mittelalter-Folk-Komponente hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und hätte ich, wenn das jetzt, ich sag mal, wenn ich mir jetzt aus all diesen Genres eins hätte aussuchen können, wäre es das wahrscheinlich auch nicht geworden. So. Bist du genauso froh wie ich, dass wir es nicht so weitergemacht haben wie auf Blindflug? Ja. Also bei diesem wirklich Mittelalter-Ding? Ja. Ich glaube, das hätte auch, also das hätte auch nicht funktioniert, weil das waren wir halt einfach auch nicht. So, das war ja bei Blindflug war es ja schon so ein bisschen aufgezwungen, dass man unbedingt so sein wollte. Und hat dann gemerkt, so, nee, das sind wir nicht. Und dann hat sich das, glaube ich, von alleine so ein bisschen in die Richtung entwickelt, wo es jetzt heute ist. Ja, und durch immer wieder neue Einflüsse, finde ich, was ja Ja. auch immer noch, finde ich, sehr hörbar ist. Meiner Meinung nach. Genau, So. ich bin aber auch froh, dass wir nicht weiter Metalcore gemacht haben. Weil Also ich glaube. meinst du jetzt wie Commander Keen, wie unsere Band davor, Ja, oder genau. wie das, was wir vorhatten zu tun innerhalb Nee, von Harpy? wie vorhab hier quasi. Ach so, ja. Weil ich glaube, wenn wir das weitergemacht hätten, würden wir, glaube ich, immer noch hier irgendwo von Jugendzentrum zu Jugendzentrum Würden wir nicht tingeln mehr, in dafür sind wir schon zu OWL. alt. Dafür sind wir schon zu alt. Das würden wir nicht mehr, wahrscheinlich. Ja, Oder? und Oder? Ich weiß es nicht. dafür waren wir auch einfach nicht gut genug. Nein. So, das war ja so ein krasser Konkurrenzkampf, wenn man so will. Da gab es ja allein in einer Stadt irgendwie vier Bands, die das gemacht haben und alle nicht schlecht. So, das war schon krass. Das stimmt. Das stimmt. Nee, dann ist alles gut so, wie es gekommen ist. Ja, Das ist schön. definitiv. Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang rum und ich glaube, das reicht jetzt, ne? Also wir können ja noch mal irgendwann einen zweiten Teil anberaumen, aber dann haben die Leute jetzt schon mal einen kleinen Eindruck gewonnen, wer Lars so ist.
Inter Podago und so. Du hast neulich gesagt, du würdest gern deinen Künstlernamen ablegen. Ja, ich spiele mit dem Gedanken, weil ich finde, der ist irgendwie zum einen ziehen wir es sowieso nicht so konsequent durch, wie das vielleicht Nee. ursprünglich mal gedacht war, dass man da wirklich so ein, ich sag mal, so eine Figur spielt, so ein Pseudonym hat. Ich meine, inzwischen, spätestens jetzt, wissen ja sowieso die meisten, wie wir alle richtig heißen. Und viele kommen ja auch auf den Konzerten an und reden mich mit Lars an und nicht mit Podago. Das ist ja eher so ein, weiß ich auch nicht. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch einfach irgendwo Quatsch, das noch so aufrecht zu erhalten, wo es doch den ursprünglich mal erdachten Sinn ja überhaupt nicht mehr erfüllt. So. Das stimmt, das stimmt. Und Ja, so ist. wir spielen ja auch keine Rollen mehr in dem Sinne, sondern wir sind ja im Prinzip wir und Real. warum soll mich dann noch irgendwer Podago nennen? So, das ist ja irgendwo, weiß ich auch nicht. Und so richtig authentisch Mittelalter sind wir ja auch schon länger nicht mehr. Von daher, sonst hätte man ja noch sagen können, ja, das gehört ja irgendwie dazu, wenn man auf dem Markt unterwegs ist, haben ja alle irgendwelche interessanten Künstlernamen oder irgendwelche Beinamen oder keine Ahnung was. Aber auch das tun wir ja in dem Sinne nicht mehr so. Zumindest nicht so, dass es authentisch ist. Ja. Daher sehe ich da wenig Sinn drin. Aber gut, Ja. ich überlege mir das nochmal in einer ruhigen Minute, ob ich das vielleicht zum nächsten Album oder so, dass man das dann ablegt. Ja, wir entwachsen auch. Wir entwachsen langsam dieser Sache ein bisschen. Und trotzdem mögen uns die Leute noch, die uns dadurch kennengelernt haben. Das ist ja schön. Ja, es ist ja, niemand ist ja wirklich so, also zumindest kenne ich niemanden, der musikalisch so extrem festgefahren ist, dass er wirklich nur diese eine Richtung und nur das und nichts anderes hört. So dementsprechend glaube ich, viele Leute, die uns als Mittelalterband oder in Anführungszeichen Mittelalterband kennengelernt haben, sind ja auch grundsätzlich dem Rock-Metal-Bereich zugetan und können dann auch immer noch was mit uns anfangen, auch wenn wir nicht mehr ganz so viel Mittelalter machen. Genau. Gut, alles klar. Soweit, wir machen jetzt erstmal Schluss. So, ihr habt Ja. Patrons, ihr habt eine Menge Eindrücke gewonnen jetzt, ne? Und wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es hier unten runter. Vielleicht habt ihr auch Fragen, schreibt es hier unten runter. Den muss ich mit Lars nochmal eine zweite Sitzung machen, ne? In nächster Zeit kommen jetzt von den anderen auch solche Videos. Und ich lasse mich auch noch von irgendeinem Bandkollegen schikanieren. Und dann habt ihr schon mal ein bisschen mehr über uns erfahren. Vielleicht ein bisschen mehr als alle anderen wissen. Wer weiß. So, danke, lieber Interviewpartner, für dieses fantastische Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich zur Verfügung Bitte. gestellt hast. Es ist immer ein komisches. Ich greife gerade aus dem Schatzfundus der Interviews, in denen ich interviewt wurde, wie man sowas zu Ende bringt. War schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War tatsächlich sehr kurzweilig. Ja, alles klar. So, bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüssen.